Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. US-Präsident Bush hat seine Landsleute und die Staaten der Welt noch einmal zu einem gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus aufgerufen. In einer Rede vor dem amerikanischen Kongress betonte Bush, jedes Land müsse sich entscheiden, auf welcher Seite es stehen wolle. Die Taliban-Führung in Afghanistan forderte er auf, den Islamistenführer Bin Laden sofort und bedingungslos auszuliefern. Bislang deute alles darauf hin, dass Bin Laden und seine Terrororganisation für die verheerenden Anschläge in New York und Washington verantwortlich seien. Keinen Zweifel, ließ der Präsident an seiner Botschaft. Die Anführer des Terrorismus werden bekämpft, auch mit militärischen Mitteln. Ein langer Feldzug steht bevor. Dafür brauchen die Amerikaner Geduld und Opferbereitschaft. Unsere Trauer hat sich gewandelt in Wut und unsere Wut in Entschlossenheit, sagte er. Ob wir unsere Feinde zur Gerechtigkeit bringen oder Gerechtigkeit zu unseren Feinden, Gerechtigkeit wird es geben. Die Drahtzieher des Terrorismus sitzen in Afghanistan, bestätigte er, und der amerikanische Kampf werde auch dort beginnen. Immer wieder unterbrochen von Applaus legte er den Taliban einen umfangreichen Forderungskatalog vor. Freien Zugang für US-Kontrolleure und Auflösung der Terroristencamps. Dann ein Ultimatum. Diese Forderungen sind nicht verhandelbar. Die Taliban müssen sofort reagieren. Sie müssen die Terroristen ausliefern oder sie ereilt das gleiche Schicksal. Auch dafür Applaus und die traditionelle Erwiderung der Opposition blieb aus. Demonstrative Einigkeit auch am Tag nach der Rede. Der Vorsitzende des Senats, der Demokrat Tom Daschle, zollte heute Anerkennung. In so einer Rede kann es nicht um Details gehen, sagte er. Es geht um Leidenschaft. Sie muss alle Amerikaner zusammenbringen und genau das hat der Präsident geschafft. Seine Rede an die Nation war eine nahezu perfekt gemachte Inszenierung amerikanischer Politik. So hat er sich in den Augen der meisten Amerikaner die moralische Legitimation für Militäreinsätze gegen den Terror verschafft. Zur Bush-Rede vor dem US-Kongress zeigt die ARD um 21.45 Uhr eine Reportage mit dem Titel »Amerika, die Stunde des Präsidenten«. Die Taliban-Regierung in Afghanistan zeigte sich heute unbeeindruckt von den Drohungen des US-Präsidenten. Ihr Botschafter in Pakistan stellte klar, dass Bin Laden nicht ausgeliefert wird. Gleichzeitig warnte er die USA erneut vor einer Militäraktion. In Kabul riefen die Prediger zum Heiligen Krieg auf, sollten die Amerikaner das Land angreifen. Die Angst vor einem US-Militärangriff in Afghanistan wächst. Wie hier in der Hauptstadt Kabul fahren Panzer durch die Straßen, Geschäfte und Märkte werden geschlossen und auch die Flüchtlingsströme aus den Städten hinaus aufs Land oder in die Nachbarländer sind heute noch einmal deutlich angestiegen. Die südafghanische Stadt Kandahar, Sitz des obersten Taliban-Führer Mullah Omar, wurde schon von über der Hälfte der Einwohner verlassen. Dazu sind in Afghanistan jetzt Seuchen wie Cholera ausgebrochen. Tausende sind schon erkrankt. Und da die Grenzen geschlossen sind, kommen kaum noch Nahrungsmittel ins Land. Die Menschen müssen hungern. In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad haben die Taliban heute auf die Bush-Rede heftig reagiert. Taliban-Botschafter Abdul Salam Saif drohte mit einem heiligen Krieg gegen das Ausland und sagte, Afghanistan sei bereit, einen US-Angriff die Stirn zu bieten. Erneut lehnten die Taliban die Auslieferung des mutmaßlichen Terroristendrahtziehers ab. Wir würden den Islam beleidigen, wenn wir Osama bin Laden an Amerika übergeben oder aus Afghanistan ausweisen würden. Die Proteste gegen die USA und die Regierung in Pakistan erreichten heute eine neue Dimension. Sie waren radikaler und gewalttätiger als noch in den Tagen zuvor. Wie hier in Karachi kam es zu regelrechten Straßenschlachten zwischen Demonstranten und Polizei. Erstmals gab es auch Tote. Die Beamten gingen mit Schlagstöcken und Tränengas gegen die Islamisten vor, die immer größeren Zulauf bekommen, vor allem von jungen Menschen. Pakistans Stabilität ist in Gefahr. In Brüssel kamen heute die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu einem Sondergipfel zusammen, um über die politische Lage nach den Anschlägen in den USA zu beraten. Als ein wichtiges Anliegen des Treffens bezeichnete der belgische Ministerpräsident und amtierende Ratsvorsitzende Verhofstadt die Solidarität mit Washington. Außerdem ging es um verstärkte Sicherheitsmaßnahmen gegen den Terrorismus.
So abgeriegelt ist das Gebäude des Ministerrates in Brüssel selten. Europas Staats- und Regierungschefs tagen hier seit 2 Stunden unter besonders strengen Sicherheitsbestimmungen. Vor allem Bundeskanzler Gerhard Schröder hat dieses Treffen gewollt. Ihm kommt es darauf an, dass Europa gerade jetzt mit einer Stimme spricht. Dies abzusichern ist das wichtigste politische Ziel des Treffens. Die EU unterstreicht hier ihre Solidarität mit den USA und sie will sie auch konkret ausfüllen, etwa mit einem Aktionsplan gegen den Terrorismus, dessen wichtigste Elemente bereits gestern von den Innen- und Justizministern vorbereitet wurden. Auf die Wirtschaft will der Gipfel beruhigend einwirken. Inwieweit vom Terrorismus besonders getroffene Branchen Unterstützung erhalten sollen, ist ebenfalls Gegenstand der Beratung. Eindeutig das Signal dieses Treffens an den Rest der Welt. Europa will alles tun, um einen Kampf der Kulturen zu verhindern. Und wo dieser Kampf schon im Gang ist, will es sich noch entschiedener für seine Beendigung einsetzen, vor allem im Nahen Osten. Zu dem Treffen in Brüssel jetzt direkt Rolf-Dieter Krause. Noch dauern die Beratungen an, das ist länger als eigentlich geplant. Und dabei haben sich die Staats- und Regierungschefs das heikelste Thema ohnehin für den Abend vorgenommen. Das ist die Nahostpolitik. Gemeinsam mit den USA will Europa sehr viel mehr Druck als bisher auf Israel und die Palästinenser ausüben, damit die beiden endlich wieder zu dem politischen Weg zurückkehren, dass sie sich um eine politische Lösung bemühen. Denn wenn das nicht gelingt, so sagen Spitzendiplomaten, dann sind alle anderen Bemühungen um die Bekämpfung des Terrorismus hier mit polizeilichen und juristischen Mitteln von vornherein zum Scheitern verurteilt. Man muss den Terrorismus an den Wurzel packen. Der Nahostkonflikt gehört dazu. Ein schwieriges Thema, ein heikles Thema. Es wird den Abend ausfüllen. Damit zurück nach Hamburg. Die Bundeswehr ist nach den Worten von Verteidigungsminister Scharping auf eine eventuelle Unterstützung von US-Militäraktionen vorbereitet. Einzelheiten wollte Scharping unter Hinweis auf die Sicherheit der Soldaten nicht nennen. Regierungssprecher Ander erklärte unterdessen, bislang habe Washington nicht um Militärhilfe gebeten. Der Verteidigungsminister ist bereit. Die Bundeswehr hat alle Fähigkeiten durchgeprüft und wartet nun, wann die NATO den Bündnisfall ausrufen wird. Für Scharping jedenfalls hat die Rede von US-Präsident Bush diesen Moment näher gebracht. Der NATO-Rat wird sich damit noch beschäftigen müssen. Die Hinweise werden immer beweiskräftiger, immer dichter. Aber die formelle Feststellung muss noch getroffen werden. Ich rechne damit in überschaubar kurzer Zeit. Ob Opposition oder Regierung, viele Politiker haben sich in der Bush-Rede wiedergefunden. Parteiübergreifendes Lob. Ich finde, dass es eine Rede großer Entschlossenheit und großer Klarheit ist, aber auch eine Rede der Besonnenheit. Mit Sicherheit ist es so, dass viele Töne, die bei uns intern auf Kritik gestoßen sind, in dieser Rede gefehlt haben und deshalb es eher ein positives Zeichen und eine positive Entwicklung ist. Der Einsatz deutscher Soldaten wird auch von den Grünen nicht kategorisch ausgeschlossen. Voraussetzung, der Bundestag stimmt zu. In Einzelfällen kann das aber auch nachträglich geschehen. Insbesondere dann, wenn unmittelbare Gefahr droht oder der Schutz einer Operation gewährleistet werden muss, wie wir es ja zum Beispiel beim Herausholen deutscher Staatsbürger aus Albanien und Tirana schon einmal hatten. Ausnahmen also. Wenn aber ein umfassender Bundeswehreinsatz von den USA eingefordert wird, dann haben die Abgeordneten das letzte Wort. Der russische Präsident Putin hat den USA Unterstützung bei der Bekämpfung des Terrorismus zugesagt. Schon jetzt gäbe es eine enge Zusammenarbeit der Geheimdienste beider Länder, sagte Putin der ARD in Sotschi am Schwarzen Meer. Er erwarte aber, dass Washington vor einem möglichen Militärschlag auch Russland konsultiere. Der russische Präsident Putin im Garten der Residenz in Sotschi am Schwarzen Meer. Von hier aus lässt er sich ständig über die Weltlage informieren. Seine Stimmung ist trotz der Krise einigermaßen gelöst. Er macht in dem exklusiven Fernsehinterview für die ARD einen überlegten und ruhigen Eindruck. Frage: Wie wird Russland reagieren, wenn die Amerikaner militärisch losschlagen? Die Reaktion der Amerikaner auf die Terroranschläge muss schnell und angemessen sein, sagt Putin. Er gehe aber nach wie vor davon aus, dass sich die Amerikaner dennoch mit ihren unmittelbaren Verbündeten und anderen Staaten wie Russland beraten und die Bestimmungen des Völkerrechts nicht verletzt werden. Frage: Wie berechtigt ist aus seiner Sicht die Angst, dass es in der Folge einer Militäraktion sogar zu einem großen Krieg kommen könnte?
Die Regierungen der führenden Länder dieser Welt werden das nicht zulassen. Diese Länder, die auch im Weltsicherheitsrat sitzen, kämpfen gemeinsam gegen den Terror, sagt er. Die Gefahr eines großen Krieges sieht er nicht. Und dann ein entscheidender Hinweis. Die Geheimdienste der USA und Russlands arbeiten schon länger zusammen, sagt er. Und wir sind zu sehr viel mehr Zusammenarbeit bereit. Aber bis jetzt hat uns dazu eine Aufforderung noch nicht erreicht. Geplant ist nach wie vor, dass er am kommenden Dienstag Deutschland für 2 Tage besucht. Ausführlich bringt die ARD das Interview mit dem russischen Präsidenten Putin im Bericht aus Berlin um 22.15 Uhr. Im Rahmen der weltweiten Fahndung nach den Urhebern der Anschläge sind in Deutschland 2 internationale Haftbefehle erlassen worden. Wie Generalbundesanwalt Nehm heute mitteilte, wird nach 2 Hamburger Studenten gesucht. Ihnen werden die Bildung einer terroristischen Vereinigung und mehrtausendfacher Mord vorgeworfen. Beide Verdächtige waren noch im August in der Hansestadt gesehen worden. Die Spuren führen immer wieder hierher, in die Marienstraße in Hamburg-Harburg. 2 der mutmaßlichen Attentäter wohnten hier. Nun soll auch ein 3. Mitbewohner am Komplott mitgewirkt haben. Der 29-jährige Ramzi Binalschib, auch er Student in Hamburg. Binalschib besuchte das Studienkolleg in Wismar im Sommersemester 1998, wandte sich dann nach Hamburg, wo er das Studienkolleg in der Fachrichtung Geisteswissenschaften besuchte und war ab Januar 2001 in der Hochschule in Hamburg eingeschrieben als Student der Betriebswirtschaftslehre. Das Hamburger Studienkolleg, das der gebürtige Jemenite besuchte, um in Deutschland studieren zu können. Anders als seine mutmaßlichen Komplizen hielt er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. Darüber hinaus hat die Wohnungsdurchsuchung bei ihm Material ergeben, aus dem man ein sehr starkes Interesse an radikal-islamistischen Führern entnehmen kann. Außerdem liegen Zeugenaussagen vor, dass er eine extrem islamistische und antiwestliche Haltung eingenommen hat. Schon länger unter Verdacht, Said Bahaci, seit heute ebenfalls zur Fahndung ausgeschrieben. Er gilt als der Mann für Pässe und Visa. Bahaci hat seiner Frau gesagt, er wolle für ein Praktikum nach Pakistan. Vorher erteilte er einem Bekannten eine Generalvollmacht. Seither ist er verschwunden. Unter den Trümmern des World Trade Center in New York sind offenbar mehr Menschen ums Leben gekommen als bisher angenommen. Bürgermeister Giuliani geht mittlerweile von etwa 6.300 Opfern aus, 900 mehr als befürchtet. Als Grund für den Anstieg nannte Giuliani die jüngsten Informationen über Vermisste aus dem Ausland. Ein riesiges Massengrab und die Zahl der wahrscheinlich unter den Trümmern Begrabenen musste erneut nach oben korrigiert werden. Inzwischen gibt es zuverlässigere Angaben über vermisste Geschäftsreisende oder Touristen aus dem Ausland. Über 6.300 werden jetzt insgesamt unter den Ruinen vermutet. Menschen aus 63 Nationen, darunter 250 Briten und 100 Deutsche. Stillschweigend sind aus den Rettungsversuchen inzwischen Bergungsarbeiten geworden. Und noch eine neue schlechte Nachricht. Mindestens 50 bis 60 umliegende Gebäude sind vermutlich so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden müssen. Chefdirigent Kurt Masur und die New Yorker Philharmoniker soeben von einer Deutschlandtournee zurück, sammeln Spenden für die Hinterbliebenen. Ein deutsches Requiem von Johannes Brahms als Benefizkonzert, live im Fernsehen und auf Videowände übertragen. Hier wird all den Opfern Tribut gezollt. Ich wünschte, sie könnten es mit mir hören. Diese Musik ist Ausdruck unserer Gefühle. Ich bin dankbar, noch hier sein zu können. Große Ergriffenheit bei der Nationalhymne, viele hatten Tränen in den Augen, ein Vorgeschmack auf die große offizielle Trauerfeier am Sonntag. 60.000 Angehörige, Freunde und Kollegen der Opfer werden dann im Yankee-Stadion Abschied nehmen von ihren Toten. Die Gedenkkundgebung wird auf Videowände in alle Stadtteile übertragen. Die Unsicherheit über die weitere politische Entwicklung hat heute die Talfahrt an den internationalen Börsen beschleunigt. Händler sprachen von regelrechten Panikverkäufen. Von New York über Tokio bis Frankfurt markierten die Börsen neue Tiefstände. Der DAX lag zeitweise so niedrig wie seit 4 Jahren nicht mehr. Noch stärker waren die Verluste am neuen Markt.
Der DAX am Morgen bei 3.540 Punkten. Bei den Händlern in Frankfurt kam an diesem Börsenfreitag zum ersten Mal Panik auf. Kursverluste auf breiter Front. Besonders betroffen die Versicherungsbranche. Die Allianz gab bekannt, dass ihr durch die Terroranschläge etwa 1 Milliarde Euro Kosten entstehen. Der Aktienkurs verlor daraufhin fast 9%. Auch Reise- und Luftfahrtunternehmen sind unter Druck. Ihre Ertragsaussichten haben sich nach den Terroranschlägen deutlich verschlechtert. Die Unsicherheit trifft die Börsen weltweit. An der Wall Street drehte der Dow Jones nach den großen Verlusten der letzten Tage heute kurz ins Plus, verlor dann aber wieder an Boden. Es ist die Furcht vor Konjunktureinbrüchen als mögliche Folge eines Militärschlags der USA, die Stimmung und Kurse an den Börsen nach unten ziehen. Politik ist das große Fragezeichen, aber auch das sollte nur kurzfristig sein. Es gibt diesen schönen Spruch, politische Börsen haben kurze Beine. Da schwingt die Hoffnung mit, dass die Märkte sich erholen könnten. Und tatsächlich, der DAX legte im Lauf des Tages zu, lag am Abend aber immer noch leicht im Minus. Solange die weltpolitische Lage gespannt bleibt, werden die Händler weiter mit heftigen Kursschwankungen rechnen müssen. Die Bundesregierung will den deutschen Fluggesellschaften vorläufig mit einer Milliardengarantie unter die Arme greifen. Bis zum Abschluss neuer Versicherungsverträge werde der Bund die Gewährleistung für die Risiken bei Krieg und Terrorismus übernehmen, teilte das Finanzministerium mit. Nach den Anschlägen in den USA hatten die Versicherer angekündigt, ihre Deckungssumme von Montag an auf höchstens 50 Millionen Dollar zu reduzieren. Bei einer schweren Explosion in einer Chemiefabrik am Rande der südfranzösischen Stadt Toulouse sind heute Morgen nach letzten Angaben mindestens 18 Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Unter den Einwohnern machte sich Angst breit. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich bei der Explosion um einen Unfall handelt. Da ist eine ganze Fabrik in die Luft geflogen. Toulouse heute Morgen in der Chemieanlage der Elftochter AZF, wo Düngemittel und Sprengstoff hergestellt werden. Kurz nach 10 kommt es dort zu Produktionsfehlern und zu einer Explosion. Die gewaltige Druckwelle setzt sich bis ins 3 Kilometer entfernte Stadtzentrum fort. Fensterscheiben zerspringen, herumfliegende Scherben verletzen zahlreiche Menschen, zum Teil schwer. Verwüstungen auch auf den Schnellstraßen, wo die Druckwelle sogar Autos wegfegt. Straßen und Flughafen von Toulouse werden gesperrt. Dann neue Angst, scharfer Ammoniakgeruch. Eine gelbe Wolke breitet sich Richtung Stadtzentrum aus. Die Menschen werden evakuiert, wenig später Entwarnung, keine Giftgasgefahr. Als erster am Ort der Premierminister. Ein dramatischer Unfall, sagt er. Unfall, nicht Anschlag, wie zuerst befürchtet. Schon lange hatten Anwohner geklagt, die Chemiefabriken, darunter auch eine, die Raketentreibstoff für die Ariane herstellt, lägen zu dicht nebeneinander. Ein erschreckendes Sicherheitsrisiko. Bei der in einem Waldstück nahe Zeven gefundenen Leiche handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den vermissten Dennis aus Osterholz-Scharmbeck. Das gaben die Ermittler der Sonderkommission heute bekannt. Der 9-Jährige war vor 2 Wochen unter noch ungeklärten Umständen aus einem Schullandheim in Wulsbüttel verschwunden. Das Ergebnis der abschließenden DNA-Analyse wird in 2 Tagen erwartet. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 22. September. In ganz Europa herrscht wolkiges Schauerwetter. Vor Portugal hat sich ein Tief festgesetzt mit Regen für die iberische Halbinsel. Tief Zeno verharrt über Schleswig-Holstein und beliefert Südskandinavien, Norddeutschland und Polen mit Regen. Ausnahme bilden das zentrale Mittelmeer und die Ägäis mit freundlichem Sonnenwetter. Heute Nacht und morgen ist das Wetter in Deutschland zweigeteilt. Nördlich des Mainz ziehen immer wieder Schauerwolken übers Land und es regnet. Weiter südlich ist es meist klar und es bilden sich Frühnebel. Am Tag kann sich die Sonne durchsetzen und es bleibt trocken. Der Westwind weht im Süden schwach und wird weiter nördlich immer stärker. Bei Schauern gibt es Sturmböen. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf 12 Grad auf Rügen und 6 Grad am Alpenrand. In den Tälern der Schwäbischen Alb kann es noch kühler werden. Morgen liegen die Höchstwerte im Norden zwischen 14 und 16 Grad. Südlich des Mains werden örtlich sogar 19 Grad erreicht. Die Aussichten. Am Sonntag wechseln sich noch Regenschauer mit Sonne ab. Montag und Dienstag lassen die Schauer langsam nach. Es wird freundlicher, aber kühler.